Ich habe Chorleitung ausgewählt, weil man bei Chorleitung nicht nur selbst musiziert und musizierend seine Interpretation ausdrückt, sondern seine Interpretation auch vermitteln kann. Und das Beste ist, dass man sie auch durch Bewegungen ausdrücken kann. Das heißt, man muss sich sehr viel mit seinem eigenen Körper und seinem Ausdruck beschäftigen. Unser Instrument lebt. Es besteht aus Einzelpersonen, die haben alle eine Meinung. Also wir sind die einzigen Musiker, die mit einem Instrument zu tun haben, das zurückreden kann. Chorsingen und Chorleiten, das sind zwei Schlüsselqualifikationen für angehende Musikpädagoginnen und Pädagogen, die ich gemeinsam mit meinem Team hier betreuen darf. Bei uns haben die Studierenden die Möglichkeit, dass sie im Laufe ihres Studiums die gesamte Bandbreite des vokalen Musizierens erleben können. Wir haben am Institut einen Kinderchor, einen Jugendchor, einen Kammerchor, verschiedene vokale Formationen aus dem Bereich der alten Musik bzw. aus dem Bereich vom Pop und Performance und darüber hinausgehend verschiedene Formate, wo es ums offene Singen geht. Ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichtsplans und sicherlich auch ein Höhepunkt im Studienjahr sind Aufführungen am Semesterende, am Studienjahrsende, die in und außerhalb der MDW stattfinden und von Studierenden des Hauptfachs geleitet werden. Der Unterricht in Chorleitung ist sehr offen, quasi so mit einem Coaching-System vergleichbar. Man beschäftigt sich mit ganz vielen Dingen und wenn man wo Hilfe braucht, wo ansteht, dann steht der Johannes mit Rat und Tat zur Seite und hilft uns, Dinge besser zu präzisieren, zeigt uns neue Möglichkeiten, diese Sprache, die wir mit den Händen auch pflegen, deutlicher zu machen. Der Unterricht setzt sich zusammen aus Sozialaspekten, aus Schlagtechnik, aus musikalischem Wissen, aus Hören, aus Singen, aus allem, was notwendig ist, um das Instrument Chor zum Klingen zu bringen. Der Unterricht entspricht auf jeden Fall meinen Erwartungen. Es ist sogar noch viel mehr, als ich dachte. Also die Beschäftigung mit verschiedenen Ausdrucksformen geht noch viel weiter. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist ein grandioser Unterricht und wir machen wirklich ganz große und auch bedeutende und wunderschöne Werke gemeinsam. Seitdem ich Chorleitung mache, merke ich, dass ich viel bewusster bin in meiner Bewegung und in meinem persönlichen Gefühl in Privatsituationen und dass ich viel mehr die Kontrolle darüber habe. Und ich versuche dann die Energie, die wir im Chorleitungsunterricht haben oder die wir vor dem Chor brauchen, ins normale Leben mitzunehmen. In drei Wörtern: motivierend, inspirierend, abwechslungsreich. Singen, singen, singen. Menschen, Menschen, Menschen. Musik, Musik, Musik.